Ja, guten Abend miteinander. Wenn ihr hier vom Gurten oben runterschaut, dann seht ihr fast direkt aufs Bundeshaus. Und wegen dem denke ich, es ist Zeit, dass wir noch ein bisschen über Politik reden. Und ein bisschen konkreter möchte ich mich heute mit der Frage beschäftigen, macht direkte Demokratie glücklich? Hier seht ihr ein Bild von einer Landsgemeinde. Das ist so die ureigenste Form der direkten Demokratie. Da kommen also die Leute zusammen und stimmen direkt über wichtige Sachfragen oder auch über Personen ab. So, die Bilder wie das ist eigentlich so etwas wie Kulturgut in der Schweiz. Die Schweiz ohne direkte Demokratie, das kann man sich schlicht nicht vorstellen. Zwar wird die Schweiz immer wieder kritisiert für ihre Entscheide, was sie dann eigentlich schon macht, wie zum Beispiel im Februar, wo Masseneinwanderungsinitiative angenommen wurde. Da hat zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung getitelt, Schweizer Votum verstört Europa. Da heisst ja aber, die Schweiz sei rassistisch oder diskriminierend etc. In der Schweiz selber hingegen ist eigentlich jegliche kritische Diskussion oder Auseinandersetzung mit der direkten Demokratie oft schon fast Hochverrat. Das habt ihr gesehen, wo jüngst die sogenannte Geheimgruppe vom Bund des Hochverrats ist beschuldigt worden. Eigentlich hat sie nur diskutieren, wie man die direkte Demokratie oder Volksrecht weiterentwickeln könnte. Und prompt hat es geheissen, sie wollen die direkte Demokratie abschaffen. Wenn man also in der Schweiz über direkte Demokratie redet, dann schwingt eigentlich immer so etwas mit, wie direkte Demokratie heisst mehr Demokratie. Genau diese Sichtweise die wird eigentlich auch genährt von den Befunden von Bruno S. Fey und Alois Stutzer, die eben die Happiness-Hypothese prägt. Sie haben vor schon etwas mehr als einem Jahrzehnt Thesen aufgestellt und auch sehr prominent vertreten, dass eben Leute in Kantonen mit viel direkter Demokratie, nicht jeder Kanton hat gleich viel direkter Demokratie, glücklicher sind als die in Kantonen leben mit weniger direkter Demokratie. Die sogenannte Happiness-Hypothese die geht also von einem sehr umfassenden und positiven Effekt eigentlich von direkter Demokratie aus. Es geht nicht nur ums Politische, sondern ums Glück, ums Leben. Warum sagen sie, macht direkte Demokratie glücklich? Sie haben zwei Argumente. Das erste ist, dass sie sagen, direkt demokratische Entscheide die sind näher an den Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger. Und darum, sagen sie, sind die Leute glücklicher. Der zweite Punkt ist, dass sie sagen, Partizipation hat einen Wert an sich. Also wenn man sehr viel teilnehmen kann, sehr viel partizipieren kann, macht das einen per se glücklich. Ich werde euch eben im Folgenden zeigen, warum dass ich die These ein bisschen in Frage stelle. Und ich mache das auf Basis einer Studie, die ich mit meinem Kollegen Adrian Vatter durchgeführt habe, wo wir eben untersuchen, ja, macht die rechte Demokratie wirklich glücklich? Und wir kritisieren eigentlich Frey und Stutzer auf zwei Ebenen, einerseits theoretisch und andererseits empirisch. Bei theoretischer Kritik geht es darum, dass wir das Konzept von Glück und Zufriedenheit ein bisschen in Frage stellen oder kritisieren. Frey und Stutzer die messen Glück über eine Frage nach Lebenszufriedenheit. Das ist eine typische Umfragefrage, wo man dann so fragt, ja, im Allgemeinen, was würdet ihr sagen, wie glücklich und wie zufrieden seid ihr mit eurem Leben? Jetzt kann man natürlich schon das kritisieren, ob das wirklich ein Mass für Glück ist. Das wollte ich heute aber gar nicht machen, sondern was ich machen möchte, ist, ich würde sagen, das ist eine Art von Zufriedenheit, die eigentlich nicht die gleiche Zufriedenheit ist, die in dieser Happiness-Hypothese wesentlich ist. Weil mein Argument ist, bei der Happiness-Hypothese geht es im Kern nicht in erster Linie um Lebenszufriedenheit, sondern eher um Demokratiezufriedenheit. Stellt euch vor, nehmen wir das Argument, dass eben direkt demokratische Entscheide zu Politik führen, die näher an meinen Präferenzen sind, dann bin ich wahrscheinlich zufriedener mit der Politik oder vielleicht eben mit der Demokratie. Aber macht mir das einfach rundum zufrieden mit meinem Leben? Stell ich eine Frage. Zweitens, wenn man also viel partizipieren kann, dann würde ich sagen, ist man wahrscheinlich zufrieden mit dem politischen System. Wir finden die direkte Demokratie in der Schweiz super, weil wir teilnehmen können. Sind wir wegen dem glücklicher mit dem Leben? Ich glaube, dass eigentlich die Happiness-Hypothese auf einer ganz wichtigen Grundannahme beruht, die eigentlich Frey und Stutzer weder thematisieren noch überprüfen. Nämlich die Annahme, dass eine höhere Demokratiezufriedenheit zu mehr Lebenszufriedenheit führt. Dann funktioniert es. Dann kann man sagen, also wenn die Politik aufgrund von direkter Demokratie näher an meinen Präferenzen ist, dann bin ich dann zufriedener mit der Demokratie und mit der Politik und darum dann auch zufriedener mit dem Leben. Aber ich kann euch jetzt zeigen, dass die Grundannahme sehr fragil ist und
theoretisch gesehen schon sehr unwahrscheinlich. Ich bin zwar Politologin, aber ich bin doch Realistin genug, zu sehen, dass wahrscheinlich den meisten Leuten die Politik jetzt nicht zentral im Leben ist und wahrscheinlich auch nicht das zentrale Element für das Glück darstellt. Und genau das sehen wir eben eigentlich auch empirisch, und so kommen wir zur empirischen Kritik. Basierend auf Umfragedaten können wir nämlich erstens zeigen, dass tatsächlich Personen, die in Kantonen leben mit viel direkter Demokratie, eine höhere Demokratiezufriedenheit aufweisen. Das unterstützt also die These von Demokratiezufriedenheit, ja, wir können sagen, Demokratiezufriedenheitsthese. Auf der anderen Seite gibt es aber überhaupt keine statistische Unterstützung für den Zusammenhang von direkter Demokratie und Lebenszufriedenheit, wenn man das Konzept von Demokratiezufriedenheit mit einbezieht. Und noch fast wichtiger, es gibt auch keinen Zusammenhang oder es gibt wenig Hinweise darauf, dass eben eine höhere Demokratiezufriedenheit zu mehr Lebenszufriedenheit führt. Das heisst, die Grundannahme von der Happiness-Hypothese, die kann man eigentlich, wenn man das so nach heutigen Techniken statistisch berechnet, gar nicht mehr nachweisen. Mit dem komme ich eigentlich schon zum Schluss. Ich wollte mit dem nicht sagen, dass direkte Demokratie etwas schlecht ist oder nicht gut. Im Gegenteil, ich bin auch überzeugt, dass gerade für ein Land wie die Schweiz die direkte Demokratie viele Vorteile aufweist. Aber was ich doch euch mitgeben ist, dass man die direkte Demokratie auch nicht allzu fest überhören sollte. Eigentlich das aus zwei Gründen. Das erste ist, direkte Demokratie hat nichts mit besserer Demokratie oder mehr Demokratie zu tun, sondern es ist einfach eine andere Art von Demokratie. Das klassische Gegenmodell ist eine reine Wahldemokratie, das heisst, da gehen die Leute einfach nur wählen und die Politiker und Politikerinnen, die sie gewählt haben, die machen halt für sie Politik. Und bei uns gehen wir halt direkt abstimmen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Das Klassische, was man so sagt, ist, in der direkten Demokratie da bekommen die Leute sehr viel Macht über Abstimmungen. Man kann das Parlament überstimmen. Der Nachteil ist dafür, dass die Bedeutung von Wahlen relativ gering ist. Es ist nicht ein Zufall, dass nicht mal die Hälfte an Wahlen teilnimmt. Wahlen sind unwichtig in der Schweiz, relativ. Das ist vielleicht eine Schwäche. Und auf der anderen Seite eine Stärke von einer Wahldemokratie ist eben, dass genau die Wahlen sehr bedeutsam sind und dass man dort quasi etwas bewegen kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der eigentlich für uns vielleicht noch fast wichtiger ist, die rechte Demokratie kann einfach nicht alles. Oder wenn wir auf die Anfangsfrage zurückkommen, macht die rechte Demokratie glücklich? Ich glaube nicht. Aber ich würde auch sagen, sie muss es nicht. Weil so überhöhte Erwartungen an ein politisches System oder eine Art von Entscheidfindung, wie dass das noch zum privaten und persönlichen Glück beitragen soll, das ist einfach schlicht unabbracht. Und wenn wir da auf das Motto zurückkommen von der heutigen Veranstaltung, ob das Glück einen findet, ich würde sagen, das hängt von anderen Sachen ab als der direkten Demokratie. Vielen Dank.